Hey Kameramagier, heute kümmern wir uns nochmal um die Audioseite von DaVinci Resolve. Und zwar zeige ich dir, wie du die geballte Kraft von VST-Plugins in DaVinci Resolve einsetzt. Okay, dann lass uns doch mal gucken, wie wir in DaVinci Resolve VST-Plugins einbauen. Und danach zeige ich dir einen Katalog, wo du sehr viele gute VST-Plugins findest. Auf geht's! Okay, um euch das mal heute zu demonstrieren, habe ich mir hier Raum von Native Instruments runtergeladen. Das ist ein kreatives Reverb-Plugin mit drei unterschiedlichen Algorithmen. Und es ist total kostenlos, das heißt, du kannst es auch mal ausprobieren. Link dazu in der Beschreibung. So, und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze in DaVinci Resolve einbaut. Dazu gehe ich in DaVinci Resolve selbst rein. Okay, um VST-Plugins in DaVinci Resolve selbst reinzuladen, gehen wir in die Effekt-Library und dann siehst du ganz unten bei Audio-Effekten unter den Fairlight-Effekts bei mir VST-Effekte. Und falls du die VST-Effekte nicht siehst, musst du oben unter DaVinci Resolve, Preferences, System, unter Audio-Plugins hier die Ordner angeben, in denen du deine Audio-Plugins gespeichert hast. Um einen neuen Ordner hinzuzufügen, klicke ich hier auf Add und navigiere zu dem Ordner, wo ich das Plugin gespeichert habe. Wichtig ist, wir suchen hier immer die DLL-Datei, also die Plugin-Datei. Und den Ordner möchten wir jetzt auswählen. Und jetzt ist er in unserer Liste hinzugefügt und wir können jetzt auf Save klicken und dann sagt DaVinci Resolve uns auch schon, dass unsere Effekte beim nächsten Starten geladen werden. Das heißt, wir machen jetzt DaVinci Reader zu und nochmal neu auf. Und dann finden wir hier unter den VST-Effekten den Raum als einzelnen Effekt. So, und jetzt möchte ich euch noch was empfehlen. Und zwar gibt es jede Menge kostenlose VST-Plugins da draußen, die du nutzen kannst für deine Videos. Aber es gibt wirklich einen Katalog, der dir helfen kann, schnell zu entscheiden, was gute und was schlechte VST-Plugins sind. Und den habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Und dort kannst du mal gucken, was es für unterschiedliche VST-Plugins gibt. Von Musikinstrumenten, die du tatsächlich auch in DaVinci Resolve gespielt kriegst, bis hin zu EQ, Audiobearbeitung und so weiter. Und falls du noch keine Ahnung hast, wie du deine Audio clean bekommst und so weiter, dann solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn es kommt in Kürze ein Video zum Thema, wie du deine Audioqualität auf das nächste Level heben kannst, wo ich zusammen mit einem Experten ein Video gedreht habe, um wirklich den Prozess mal für euch zu dekodieren, was man braucht, um cleane Audio zu bekommen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, bis zum nächsten Video, Kameramagier. Ciao!